Nach meiner Zeitrechnung müsste heute Nacht ein weiterer Teil noch übrig sein. Ich habe zwischendurch eine kleine Pause gemacht. Das bedeutet, ich bin wieder einigermaßen erfrischt, aber hoffentlich habt ihr noch genug Energie für den letzten Teil. Das wird nämlich nochmal sehr spannend. Ich habe extra nicht weitergeklickt, damit wir uns das angucken können, noch kurz eine Minute weitergespielt nach dem letzten Mal und tatsächlich die Mission so gleich beendet, dass in einem S-Rank gemündet ist. Einmal hier, schaut es euch an. S-Ranking. No. So gut bin ich. S steht für so gut bist du, Gregor. Ich wollte euch das einmal zeigen, dass ich es geschafft habe. Ich musste einfach nur ein paar Meter weiterlaufen. Da war der Typ schon, den ich killen sollte. Hab den einfach betäubt und mitgenommen und schon war die Mission geschafft. Aber ansonsten habt ihr eigentlich nichts verpasst. Gucken wir mal, was das Ergebnis war. Some fresh guinea pigs with him, along with our man without a face. His instincts told him to run like the rat he is, said it wasn't worth the money, figured he could be next. That's when he went to the NGO for help. He thought that in exchange for his buyers list, they could set him up with a new identity someplace far away. He had an idea who he was up against, and he didn't want to take any chances. A true rat. But like us dogs, he knew when he smelled trouble. And something else. He said the specimens come from deep in the forest. We don't know what he meant by specimens just yet, but those guinea pig symptoms match what we've seen on the infected at Mother Base. Deep in the forest. Maybe there's the clue we need to beat this infection. Boss, the truth could be right around the corner. Ist der Resident Evil? Ist ja Capcom. Aber hat der Resident Evil Virus nicht auch in Afrika angefangen? Aber ein bisschen früher, nicht in den 80ern, ne? Boah, oder? Ne, das war ein bisschen früher, glaube ich. Aber mal gucken, was wir hier für Leute rausbekommen. Ich habe einen A++ erwischt, das ist schon mal ganz geil. Ey, jetzt fangen die schon an, A++ zu sein. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn die S-Ranking werden dann. Irgendwann mal. Guck mal, so viele A++. Oh, das tut so gut. Der ist nur A+. Obwohl, war das nicht gerade mein Menschenhändler? 3 A's. B. Das will doch gar keiner mehr haben. B. A, A+, A++. So ist es gut. Mal gucken, auch mal eine kurze Mission. Das ist auch mal ganz nett. Muss ja auch nicht alles immer ausgestreckt sein, bis zum geht nicht mehr. Aber ja, Virus in Afrika. Ich soll tief in den Wald. Mal gucken, wo das ist. Ach, guck mal. Side Ops List updated. We finally heard from one of our missing intel team members. He says he has a solid lead on the epidemic at Mother Base. Okay. Take a look at the mission details ASAP. Enemy presence detected. The map has been updated. Oh Mann, ich hätte natürlich auch die Möglichkeit, Side Ops zu machen, aber das würde ich jetzt hier nicht on air, sondern ich würde das nur dann separat nochmal machen. Die letzte Mission habe ich beendet, indem ich einfach aus dem Gebiet rausgelaufen bin. Also bin ich momentan nicht im Helikopter drin. Deshalb will ich mal gucken, ob ich vielleicht mich wieder zurückfliegen lassen muss. 1000, so viel gab es nicht. Mit Deployment. Ah, und ich will trotzdem gerne mal zurück, weil jetzt meine ganzen Items, die ich entwickelt habe, sind wieder da. Ach stimmt, ich kann keine weitere mehr rausschicken. Ja, habe ich schon längst vergessen, ey. Einmal kurz Pause gemacht und guck mal da drüben, ne? Warte mal, bevor die mich nehmen. Auch Leute. Analysis complete. B lohnt sich gar nicht. Analysis complete. Sie überhaupt nicht. Ist mir egal, so. Ich will einmal kurz noch zurück zum Helikopter und dann die Mission auswählen. Support helicopter requested. Also ich wundere, warum der Helikopter bei mir immer noch 1000 kostet. Man kann natürlich, wenn man den Helikopter auflevelt, ja dann schnellere Flugzeiten hat und alles, kann man machen. Aber dann kostet jedes Abholen irgendwie, selbst bei der zweiten oder dritten Ausbaustufe nur, so 17.000, 18.000. Das finde ich zu viel. Das finde ich zu viel für einmal mit dem Helikopter abholen, dafür, dass es zu lange macht. Da warte ich lieber die halbe Minute länger. Hätte mich fast in den Hintern gebissen nach dem Kampf gegen den Feuermann, den Feuertypen. Psycho Mantis. Das hier sollte es okay sein. Wenn ich
kann, ich muss diese nächste Mission erfüllen. Kann ich den hier aktivieren? Mission accepted. The map has been updated. Ich kann sie auch hier direkt akzepten. Aber ich will einmal kurz zurück. Obwohl. Was habe ich denn Neues? Einen neuen iDroid oder sowas hatte ich da. Okay, dann breche ich das ab. Ich habe einen Supply Drop. Please select supplies requested. Ich hoffe, da abgebrochen. Na gut, wenn man das eh hier machen kann, was soll's. Also ich habe zwischendurch einen neuen iDroid entwickelt. Weiß natürlich nicht, den sollte ich eigentlich noch nicht haben. Supply Drop complete. Einmal umzumachen von den Supplies. Was sonst noch? Ne, das ist mein Kanonenrohr. Da sind sie. Wow. Ah, das ist immer wieder lustig. Oh. Also, was sagt denn die Mission? Ist zwar angenommen, aber ich habe gar nicht mal so direkt genau geguckt. Please select the mission. Wer will. Rescue the Intel Team Member. Also einen retten, der während der Epidemie. Ja, jetzt mal gehen wir rüber. Ich muss mir echt das nächste Mal das Pferdchen mitnehmen. Ich habe auch von einer guten Methode gehört, wie man mit dem Pferd, zum Beispiel wenn es wieder solche Sachen sind, halt das Vehikel an. Na, dass man das Pferd einfach auf die Straße stellt, das Vehikel dann anhält, das man anhalten will und nicht dann erst C4 vorlegen muss oder irgendwie sonst. Also das Diamond Horse würde gut aushelfen. Wow. Das sieht schon alles an. Ich bin gespannt, wie viele Missionen hier insgesamt drin sind. Ist so, ich glaube, es ist wirklich Abstand. Ich weiß nicht, habe ich überhaupt insgesamt so viel Zeit mal investiert? Eigentlich schon, ja, den ersten Teil habe ich ja fast ein Dutzend Mal durchgespielt insgesamt. Aber wenn ich jetzt bedenke, wie viel habe ich jetzt? 45, 46 Game-Stunden alleine für den Teil hier. Das zeigt irgendwas von 34% an. Hauptschirm. Das ist auch nicht so doll. Was ist er denn? Startpoint, okay. Ist das da hoch? Ist das hier da? Warte mal, kann ich hier da hoch oder was? Ja, was ist das? Der Shadow of the Colossus Style hier oder was? Caution, rain approaching. Hochkommen, wenn dann zwischen Startpoints jemanden wieder folgen. Das ist ein Käse. Wäre denn. Das an, ne? Ich weiß nicht, ob man hier. Irgendwie hier habe ich es ja schon versucht. Hier im Campus, das heißt, dass man hier irgendwie hochkommt. Auch immer sehr schade, dass man die Minimap nicht so schalten kann, sondern nur aus der Ego-Perspektive latschen ein bisschen. Wir werden jetzt wohl erfahren, wo die Quelle dieser Krankheit her ist. Hier ist auch nochmal ein Beschlag von meinen Leuten genommen, wo ich jetzt auch eigentlich Leute aus dem Team wegpacken müsste, ne? Diese ganze. Ich hab keinen Bock auf das. Das ist blöd. Was ist das denn hier? Okay. Diese Mission. Diese Missionsbeschreibung vernichtet sich in 5 Sekunden selbst. Okay. Alright, alright, alright. Root cause. Wurzel allen Übels. Wurzel, Wurzel. Wurzelt hier gleich ein. Das Ding einfach verschwunden. The Intel Unit has gotten a lead on the epidemic that's crippling Mother Base. The problem is, our man has been captured by the PF in his operation area. He's being held at the guard post on the western end of the mine. Boss.
We need you to get him out ASAP. Right now, he's our only link to the root cause of the epidemic. Marker placed. So. Marker placed. Der Guard Post, nicht der da oben. Das ist sowieso schon eins hier. Aber Wormwood lassen hier nicht so stehen. Weil das Wetter jetzt hier gerade in Afrika, das ist voll das Hamburg-Wetter. Da bin ich gleich heimisch. Bei so einem Wetter muss man drin sitzen und Videospiele zocken. Aber hier sind die Videospiele auch so. Das ist ein Wetter. Überhaupt keine Kuhhaut. Was könnte das denn sein? Irgendwie hat es den Les Enfants Terrible zu tun. Das ist irgendwie eine Vorversion von Fox Die vielleicht sogar. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Ich wette, das Haus ist es. Enemy presence detected. Da drin ist er. Obwohl, das kann da auch sein. Analysis complete. Analysis complete. Minen! Minen, ich hab sie gesehen. Zu spät. Ah, er ist rausgeklettert. Von unauffällig. Dass sie da. Guck mal, jetzt haben sie angefangen zu verminen, aber ich weiß nicht, ob das was Spezielles für diese Mission ist oder ob das allgemein passiert. Weil seht ihr, je länger ich bei Nacht unterwegs bin, da haben sie so Nachtsichtgeräte dabei. Je länger ich Headshots mache, da haben sie Helme auf. Wieso? Ach, wieso mal nicht einfach folgen? Lauf, mein Junge, lauf, mein Junge, lauf, mein Junge. Zick, zack, zick, zack.
Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Er ist tot. Scheiße. Nee, ich bin tot. Fuck. Ich hätte einfach direkt fuck Fulton machen sollen. Einfach Fulton. Ich dachte aber, ah, der ist bestimmt so verletzt, dass ich keinen Fulton machen kann. Ach komm, ist doch nicht der Ernst, dass ich von hier aus anfangen muss. Das ist doch Bullshit. Das ist wirklich Bullshit, dass ich hier anfangen muss. Das ist wirklich Bullshit. Enemy presence detected. The map has been updated. Nehmen Sie alle mal mit den Minen. Ist bei dem Part hier. Ich bin mich auf einmal nicht mehr. In dem Wand? Bullshit. Purer Bullshit. Boss got an emergency report from the intel team. A vehicle has fled the guard post heading northwest. The prisoner at the wheel appears to be the target. He escaped on his own. The target is no longer at the designated position. Find that vehicle fast. Das ist. Das ist. Das ist. Vielleicht mach's Boom. Where's the target? Has to be around there somewhere. Boss, did you see that explosion? There's smoke. The target crashed his vehicle. That'll bring the enemy down on him in no time. The target's in danger. Get to the scene of the crash. Wo ist er? Wo ist dieses Schwein? Analysis complete. Du Sau, wo bist du? Wo bist du? Fuck. Enemy presence detected. The map has been updated. Das ist diese Leiche, die ich da oben gesehen habe. Enemy presence detected. The map has been updated. Laufen klappt es nie.
Wo ist er? Kann es sein, dass es die Leiche da oben war? Warte mal. Ah, ich bin ein Idiot. Das ist ja bestimmt. Der da oben. Ich kann keinen Fulton machen, deshalb. Okay, okay, ja. Den Typen, den ich letztes Mal mitgenommen habe, war nicht meiner. Was ist denn der Chopper da? Ah, ich habe übrigens. Ich versuche mal einen Trick zu machen. Also. Hier sind alle weg. Ich versuche den mal in diesen einzutun. So. Und jetzt schicke ich das paar Fulton raus. Okay. Die Idee hat nicht funktioniert. Aber ich hätte ihn. Oh, muss man den vorher anschnallen etwa? Schade, ich dachte, das wäre so eine gute Idee. Weil ich habe gehört, dass man das angeblich machen kann. Leute, die sich nicht per Fulton rausholen lassen, dass man die einfach in ein Auto reinpackt. In das Auto. Eine Bullshit Landing Zone. Hätte ich nicht eine andere Landing Zone? Was soll denn das? Blöd. Unachtsamkeit nennt man das, aber egal. Ich dachte, dass es erstmal nicht der Typ da oben war. Weil beim letzten Mal habe ich ja einen auf die Schulter genommen. Das war wahrscheinlich einer, der schon betäubt war von mir. She's a man eater. Okay. Dann habe ich ein paar neue Leute bei mir. Mann, ich kann keinen mehr rausschicken für Missionen. Das ist schade. The map has been updated. Extraction arrived at Mother Base. Immerhin das Auto. Habe ich mitgenommen. Mission complete. Great work. B-Ranking. Warum? Kein S-Ranking? Na ja, gut. Ja, ja, ist okay, ist okay. Verstehe ich schon. Hätte alles auch ein bisschen schneller gehen können. Kann man das B-Ranking nochmal akzeptieren? Oh. Dead on arrival. Oh. Der alte Indianer. Let's make sure his death was the last. It's high time we met this code talker. Okay, den möchte ich treffen. Bei Manitou. Bestimmt irgend so eine alte indianische Krankheit. Aber was macht ein alter Indianer, 100 Jahre alter Indianer in Afrika? Auch selbst wenn der Code Talker ist, also wahrscheinlich irgend so eine ausgestorbene Navajo-Sprache, um dann sicheren Code übermitteln zu können. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es mehr sind. We have to stop this disease that's spreading across Mother Base. Select a mission on your iDroid. Please select a mission.
So, wie viel habe ich denn? Warte mal, ich will das mal kurz gucken. 500.000 GMP. Ich nehme mal mit, was ich kriegen kann. Mal ein bisschen was dazugekommen. Security Team ist voll leer. Kann ich noch was bauen? Wo muss man diesen Code Talker? Please specify a project. Alles Damage. Electromagnetic Net Mine. Minen habe ich auch so gut wie ich benutze. Das will ich mal bauen. Development Project Decoy. Ja, ich nehme so Fake-Versionen von mir. Ah, eine Schlafmine. Das ist eigentlich auch cool. Das ist eigentlich auch cool. Ich soll mein Geld nicht ausgeben. So fix, ne? Ich brauche das bestimmt für irgendwas. Na gut, na gut, na gut, na gut. Gehen wir auf die nächste Mission. Nächste Mission. 29 Code Talker. Ah, 210.000 gehen sogar. Hey. Make contact and extract Code Talker. The old man. Mission accepted. Also in diesem Lufa Valley ist oder was? Okay. Checken wir das aus. Ja, gerne bessere Version. SVG Stufe 4. Möchte ich behalten, ne? Ja, ich habe mich so dran gewöhnt. Soll ich jetzt nicht wechseln? Und den Grenade Launcher ist auch immer gut. Secondary Weapons ist auch gut. Support. Brauche ich denn noch was? Da den Decoy. Entschuldigung. Nehme ich mal. Items. Ah, Stealth Camo, genau. Can be really used in short bursts. Aber wenn ich das benutze, kann ich nur ein A-Ranking machen. Oh, und da kommt es. Heute werden wir wohl nicht mehr mit angucken, wie wir den alten Indianer retten und der hoffentlich unsere Krankheit heilt. Sondern bei der nächsten Session. Ich wünsche euch noch eine gute Restnacht. Vielen Dank fürs fleißige Zuschauen und ich zähle nach. Geht also nicht weg, bis wir nächstes Mal dran sind. Bis dann.